Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, auf dem IT-Kanal. Heute gibt es, Leute, ein brandaktuelles Video, und zwar ein brandneues Video, und zwar zu Poppy Playtime. Leute, wir haben es rausgefunden, beziehungsweise es ist auf dem offiziellen MOB Games Kanal veröffentlicht worden, auf dem Kanal, der das Spiel quasi entwickelt hat. Und dieses Bild, Leute, wurde heute gepostet, oder gestern wurde gepostet, und zwar mit dem Datum, ich lese erstmal die Zahlen, 2/22/22. Ihr denkt euch jetzt, hä? Der 2. Februar oder wie heißt das Ding? 22. Monat. Leute, Amerikaner haben komisches Datumssystem. Sagen erst Monat, Tag, Jahr. Also, liest es sich hier am 22. Februar 2022. Wir sehen Huggy Wuggy auf dem Bild und wir sehen diese Greifhand. Das bedeutet, es hat auf jeden Fall etwas mit Huggy Wuggy zu tun. Und im Hintergrund könnt ihr, Leute, die bedrückende Musik hören von den Credits, von dem Spiel. Und ich sag dir, das Spiel hat eine ganz, ganz, ganz merkwürdige Atmosphäre. Und ich bin super gespannt auf Teil 2. Der wird zu 100% auf meinem Hauptkanal gespielt. Also, Leute, ich hab darauf Bock. Ihr habt darauf Bock, Huggy Wuggy wieder in Action zu sehen. Und in 2 Tagen wird es endlich den Trailer dazu geben. Und dazu natürlich meine Reaction auch auf diesem Kanal. Deswegen lasst ein Abo da und vergesst nicht gerne, den Daumen nach oben da zu lassen, Leute. Wenn ihr gehypt auf Poppy Playtime und Huggy Wuggy Teil 2 seid. Wenn ihr darauf gehypt seid, Leute. So, wir schauen uns das Ganze an, Leute. Und zwar hat MOB Games hier gepostet, what's the time? Die Antwort ist immer Poppy Playtime. Chapter 2 Official Trailer drops on 22nd of February 2022. Ich hoffe, ich habe das Englisch richtig ausgesprochen. Ich glaube schon. On the oder on 20... Ah, das ist schwer zu sagen, ja, muss man sagen. Oder the macht man nur the first, the second, the third und dann fourth of. Ja, ich glaube, man macht es so. Update hier übrigens, was Neues. Vor einem Tag, also die haben jetzt sehr, sehr, sehr viel gepostet, Leute. Klar, neuer Link. Jetzt ist store.poppyplaytime.com. Ist ja jetzt der Merchandise-Store, den ihr hier sehen könnt. Wir können darauf schließen, was für Charaktere es geben könnte in Poppy Playtime in Chapter 2. Was wir nämlich sehen, Leute, ist, dass wir hier lauter Merchandise haben. Poster und vieles, vieles mehr. Hier sehen wir natürlich Huggy Wuggy auf dem Poster. Aber wir sehen ebenfalls auch Kissy Missy, die bisher nur in meinen GTA 5 Mods gezeigt worden sind, die bisher da nur gezeigt wurde. Und wir können davon ausgehen, entweder wird sie in Chapter 2 wahrscheinlich eine Rolle spielen oder in Chapter 3. Aber Leute, wenn Kissy Missy in Teil 2 kommt, das wäre natürlich auch heftig. Weil wir wissen, das ist wahrscheinlich die Freundin von Huggy Wuggy. Und wenn die beiden dich verfolgen, das könnte ganz, ganz heftig werden. Wir wissen auch gar nicht, was für eine Mechanik dieses Spiel haben wird. Es könnte vielleicht so eine Art Stealth-Game sein, dass man sich vor denen verstecken muss. Weil letztens war es ja so, da gab es eine Verfolgungsjagd mit super animierten Charakteren. Und ich muss sagen, das war ultra gruselig. Also es war wirklich richtig, richtig gut gemacht. Was wir aber auch sehen können, es gibt noch andere Charaktere, die in Chapter 1 bisher nicht Verwendung gefunden haben. Und zwar hier sehen wir zum Beispiel Cat B. Glaube ich, eine Kombination aus einer Biene und einer Katze. Weiß nicht, ob sie uns irgendwie helfen wird oder so. Wir wissen auch noch gar nicht, was die Puppe an sich machen wird, ne? Weil der erste Teil endete ja mit einem Cliffhanger. Ist die Puppe gut? Ist sie böse? Das werden wir, glaube ich, herausfinden. Und dann gibt es hier noch so einen Hilfsroboter. Candy Cat, ja, Candy Cat ist wahrscheinlich auch so eine Art. Das sind, glaube ich, diese Art Spielzeuge, die die Fabrik hergestellt hat. Cat B wahrscheinlich auch ein Spielzeug von dieser Firma, und die ja geschlossen wurde. Und Bran. Bran ist immer, ich glaube, Bron. Bron ist wahrscheinlich ein Ehrenmann. Bron ist wahrscheinlich ein sehr, sehr netter, muss ich sagen. Und ja, hier sieht man den ganzen Merchandise. Ich würde überlegen, mir so ein Merch zu kaufen, damit ich den trage, wenn das Spiel kommt. Weil ich finde davon einige Designs auch echt nice. Und auch dieses Shirt, oha, Alter. Das ist was ganz crazy-artiges, muss ich sagen. Ja, das gibt es auf jeden Fall, Leute. So, kommen wir nochmal zum Bild kurz, Leute. Was können wir aus diesem Bild sehen? Bis auf das Datum, Huggy Wuggy, der da unten auf dem Boden liegt. Und die Hand. Wir müssen uns erstmal fragen, Leute, woher kam dieses Bild? Huggy Wuggy ist ja in der letzten Episode auf den Boden gefallen. Ihr habt es ja gesehen. Wir haben diese Kiste umgeworfen. Und das war über unsere Hand. Und ja, dann wurde Huggy Wuggy quasi auf den Boden geschmissen. Ob er es überstanden hat, das wissen wir nicht. Aber alleine die Tatsache, dass er im Trailer auf diesem Bild dargestellt wurde, zeigt uns, dass er eigentlich, glaube ich, in Chapter 2 überlebt hat. Oder dass es eine weitere Version von ihm gab. Dann sehen wir hier einige Farben. Gelb, Rot, Blau.
Ich weiß nicht, ob diese Farben etwas damit zu tun haben, dass vielleicht wieder eine Funktion ist. Wir wissen ja, dass unser Handschuh, glaube ich, rot und blau war. Ich glaube, das waren unsere beiden Handschuhfarben. Vielleicht auch gelb dazwischen. Aber, naja, wir sehen, wie er da auf dem Boden liegt. Er sieht sehr, sehr klein aus, muss man sagen. Weil das sind Fliesen. Und Hagiwagi ist ja eine Riesenkreatur. Das ist das Komische. Vielleicht soll das uns das was sagen, warum das ein kleiner Hagiwagi ist. Vielleicht ist der große abgehauen und hat es überstanden. Das wird auf jeden Fall alles in dem Trailer wohl erklärt werden. Und, ja, was wir sehen können, Leute, wenn wir natürlich scrollen. Es gibt einen Discord, Poppy Playtime Discord. Also man muss auch sagen, dafür, dass es wirklich nur eine Person entwickelt hat oder ein paar Personen, ist das einfach ein krasses Indie-Studio geworden. Alleine von dem Erfolg von diesem ersten Teil, muss ich sagen. So, dann, Poppy Playtime hat offiziell jetzt Social-Media-Kanäle. Folgt uns auf den Socials und finde uns. Dazu haben die einen Linktree gepostet. Weitere Informationen für euch, Leute. Es kommt bald das Mobile-Spiel dazu. Weil hier können wir es sehen, Leute, wenn man ranzoomt. Poppy Playtime Mobile coming soon. Und das sagt mir nicht, dass das ein Linktree ist für Mobile-Apps, weil hier werden ja sowieso schon Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, alles verlinkt, was es gibt. Aber es wird wahrscheinlich wirklich so sein, dass Poppy Playtime, das ja auf der Unreal Engine basiert, auf einem iPhone und auf Android-Handys und auch auf Tablets und so zu spielen sein werden. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich finde natürlich die PC-Variante immer noch am besten, sieht auch am besten aus. Aber alleine, dass das Spiel für ein größeres Publikum gemacht wird, finde ich natürlich auch noch eine coole Sache. Ja, weil da gibt es ja gewisse Spiele wie Granny, die ja auch auf dem Handy portiert wurden oder ursprünglich gemacht wurden. Ich weiß gar nicht, ob es Granny auf PC gibt, das muss ich echt mal herausfinden. Aber ja, im Endeffekt, Leute, wird es sehr, 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 sehr spannend werden. Also ich bin richtig, richtig gespannt, Leute. Hagiwagi, ob wir den wiedersehen werden. Ah, Junge, wenn ich die Musik so höre. Das Spiel hat eine so merkwürdige Atmosphäre. Aber es ist irgendwie auch richtig gut. Also es, wenn man das spielt, dann... Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, Leute, das Video dazu und wer überhaupt Hagiwagi ist. Leute, ihr habt wirklich was im November verpasst. Das Spiel ging durch die Decke. Alle YouTuber haben dazu ein Video gemacht. Also fast alle. Ich war, glaube ich, einer der wenigen, wobei es gab ja noch, ich glaube, Gnu und einige andere, die das gemacht haben in Deutschland. Aber ja, das ist bei mir komplett durch die Decke gegangen, Leute. Mit 800.000 Views, das war nicht mehr normal. Einfach mehr Klicks als meine GTA-Videos. Was geht da denn ab? Deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass Teil 2 auf jeden Fall auch richtig durch die Decke geht und dass wir alle richtig viel Spaß haben werden und hoffentlich keine zu gruseligen Momente. Aber ich glaube, das wird sowieso passieren. Also ja, bin ich sehr gespannt. Deswegen, Leute, schaltet auf jeden Fall auf dem MOB Games Kanal ein am 22.02.2022. Aber wir können uns in der Zwischenzeit noch den Teaser-Trailer anschauen, Leute. Denn es gibt noch einen Teaser-Trailer und den würde ich sagen, gucken wir uns nochmal kurz an. Denn der ist vor 3 Monaten rausgekommen, kurz nach dem großen Hype dieses Spiels. Und da schauen wir jetzt, Leute, zum Ende einfach nochmal kurz rein. Deswegen würde ich sagen, ab geht die Kiste, let's go. Das ist auf jeden Fall die Puppe, die da singt, ne? Aber die Grafik ist so gut. Seht hier Rockstar Games. Das hat ein Typ oder ein paar Typen gemacht in Unreal Engine. So schön können Spiele aussehen, ne? GTA Trilogy, The Definitive Edition. Okay, Mami. Was? Chapter 2. Im Frühjahr 2022. Das habt ihr gesehen, Leute. Und ja, das kommt auf jeden Fall. Ich bin sehr gehypt. Also wirklich, Leute, ich bin sehr gehypt. Das ist komisch, weil das ist nur ein 4-Euro-Spiel, das eine halbe Stunde geht. Aber für die 4 Euro muss man den Entwickler supporten. Und ich glaube, jetzt mit diesem ganz, ganz, ganz dicken Hype, den dieses Spiel erhalten hat, ist auf jeden Fall genug Budget da, um jetzt was Großes zu machen. Und ich finde, er kann jetzt 2 Sachen machen. Entweder das Team aufstocken, um daraus eine große IP zu machen. Oder er lässt sich ein bisschen mehr Zeit und macht noch ein bisschen mehr Liebe in diese Spielereien, die hier so ohnehin schon so perfekt sind, wie sie sind. Ja, Leute, aber ich glaube, im Endeffekt, wir werden in 2 Tagen mehr dazu wissen. Dazu wird es eine Reaction auf diesem Kanal geben. Hagiwagi ist zurück. Ich bin sehr gehypt, Leute.
Und ja, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht gerne den Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Lasst uns die 100.000 Abonnenten knacken und wir sehen uns im nächsten Video. ID Talks raus, haut rein und ciao.